Der RTL Adventskalender mit ticketregional.de. Und das für heute, den 6. Dezember. Auf dich wartet Comedy vom Feinsten. Jens Heinrich Klaassen ist einer der Senkrechtstarter im Comedy-Bereich. Und er kommt mit seinem Programm in die Großregion. Es ist auch nicht irgendein Programm. Es heißt, damals war ich schlanker. Und es ist das Beste aus 4 Comedy-Programmen, also sozusagen aus 4 mach 1. Und was dabei ist, das weiß Jens Heinrich Klaassen selbst natürlich am allerbesten. Es ist eine schöne Mischung aus Musik, aus Stand-Up-Comedy, aus Geschichten aus meinem Leben. Es ist natürlich vermessen zu sagen von mir selber, dass ich lustig bin, aber andere Menschen finden, dass ich lustig bin. Das heißt, das könnte und wird sicherlich ein lustiger Abend, denn ich werde mit Ihnen sprechen. Wir werden gucken, dass wir den Abend gemeinsam gestalten, was nicht heißt, ich muss keiner auf die Bühne und wenn ich angesprochen werden möchte, wird auch nicht angesprochen, müssen da keine Angst haben. Das verspreche ich Ihnen. Und auch der Veranstaltungskoordinator der Wallfahrtskirche Klausen, Tobias Marenberg, freut sich riesig auf Jens Heinrich Klaassen. Der ist schon seit über 10 Jahren auf der Bühne, macht da sein Soloprogramm und in Klausen ist er tatsächlich auch schon mit seinem Best-of-Programm. Das heißt also, da die ihn noch nicht kennen, werden zweimal 45 Minuten ja volles Programm eines Klavierkomedians erleben und ich kann Ihnen versprechen, der ist wirklich mit Lachgarantie. Er ist speziell, weil er seine Figur oder er selber ein Nerd ist, aber ein sehr sympathischer und wirklich ein witziger Mensch, den man unbedingt mal sich anschauen soll. Jetzt anrufen und 2 Tickets für Jens Heinrich Klaassen, den Senkrechtstarter im Comedy-Bereich gewinnen. Ein Programm mit den besten Liedern und Geschichten aus den letzten 10 Jahren. Mit anderen Worten, es wird ein toller Abend am 4. März 2016 in der Wallfahrtskirche Klausen. Jetzt gewinnen unter der 00352 1331 00352 1331. Viel Glück! Und morgen früh um 20 nach 7, da machen wir natürlich das nächste Türchen auf. Mal sehen, was sich dahinter versteckt.